Salut et bienvenue mes amis, hier ist Kurdes Filmwelt. In der vergangenen Woche hatte ich auf VK eine Umfrage gestartet, wo ich wissen wollte, ob ihr Interesse daran hättet, mitbestimmen zu können, welchen Film ich als einen der nächsten rezensieren werde. Eine überwältigende Mehrheit von 66,67% haben für Ja gestimmt, sodass ich euch nun also werde mitentscheiden lassen, was als nächstes von mir rezensiert werden wird. Ich stelle euch nun gleich insgesamt 5 Vorschläge zur Auswahl und bitte euch, nachdem ihr das Video geschaut habt, in die Kommentare zu schreiben, welcher Vorschlag euch am meisten interessiert, okay? Natürlich verlinke ich zusätzlich auch die Trailer zur jeweiligen Empfehlung, damit ihr von dem Ganzen einen kleinen Eindruck bekommen könnt, bevor ihr eure Wahl trefft. Gut, dann legen wir mal los. Der Fall Kalinka. Im Namen meiner Tochter. 2016. In diesem Film geht es um einen wahren Fall, der medial weltweit für großes Aufsehen gesorgt hat und bis heute immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Darin geht es um den Fall Kalinka Bamberski, die 1982 mit nur 14 Jahren auf mysteriöse Weise verstarb, als sie bei ihrer Mutter und dessen Mann ihre Ferien in Deutschland verbrachte. Als ihr Vater, der französische André Bamberski, vom Tod seiner Tochter erfuhr, setzte er in einem jahrelangen Kampf alles daran, die Todesumstände seines Kindes aufzuklären und ihr somit Gerechtigkeit zukommen zu lassen, wobei er nicht davor zurückschrak, zu verzweifelten Mitteln zu greifen, um den Täter letztlich seiner gerechten Strafe zuzuführen. Ein wirklich einzigartiger, sehr emotionaler französisch-deutscher Film, in dem Daniel Auteuil in seiner Rolle als André Bamberski brilliert und Sebastian Koch eine sehr intensive Vorstellung seines Gegenspielers liefert. Eine reine Formalität. 1994. Eigentlich ist es eine reine Formalität, als mitten in der Nacht ein verstört wirkender Mann auf einem Polizeirevier verhört wird. Als klar geworden ist, dass dieser jedoch ein sehr erfolgreicher Autor ist, beginnt der Inspektor, der zu seinen größten Verehrern zählt, sehr zitierfreudig in die Psyche seines Idols einzudringen, denn er ist davon überzeugt, dass Onoff ein schreckliches Geheimnis in sich trägt. Bei dieser französisch-italienischen Filmproduktion handelt es sich um ein unglaublich tief und gut gespieltes psychologisches Kammerspiel mit Gérard Depardieu und Roman Polanski in den Hauptrollen, welches dem Zuschauer selbst alles abverlangt und zudem mit einem finalen Twist aufwartet, der so in der Filmgeschichte wohl einzigartig sein dürfte. Eine fröhliche Familie, 1987. Diese japanische Kinderserie spielt zu Zeiten des Bürgerkrieges, in welcher eine zuvor angesehene Familie völlig verarmt und dennoch nicht den Mut verliert, sich den Stürmen des Lebens zu stellen. Ein wunderschön gestaltetes Familienepos, welches aufzeigt, wozu Liebe und Zusammenhalt gerade auch in schwersten Zeiten fähig sind, zu verbringen. Mr. Collins zweiter Frühling, 2015. Danny Collins war in den 1970er Jahren ein gefeierter Rockstar. Nun, nach 40 Jahren, wird er von seiner Vergangenheit eingeholt, nachdem ihm sein Manager einen Brief aushändigt, den 1971 John Lennon an ihn persönlich geschrieben hatte. Für Danny ein Grund, seine Karriere und sein bisheriges Leben zu hinterfragen und sich seiner Vergangenheit zu stellen, denn für seinen Erfolg hatte er einst seine Familie geopfert. Eine unfassbar tolle und berührende Tragikomödie, die auf wahren Begebenheiten beruht und in der Al Pacino die titelgebende Hauptrolle spielt, für welche er eine Golden Globe-Nominierung bekam. Dario Argentos Oprah, 1987. Ein junger Horrorregisseur muss einen Ersatz für seine schwer verunglückte Hauptdarstellerin finden, welche in seiner Operninszenierung zu Verdis Macbeth singen sollte. Diesen findet er schließlich in der jungen Betty. Doch scheint ein Fluch auf der Oper zu liegen. Ein Wahnsinniger macht auf alles und jeden der Beteiligten Jagd, wobei er auch vor dem Schlimmsten keinen Halt macht, um dem Objekt seiner Begierde endlich näher kommen zu können. Ein endlich wieder in seiner ursprünglichen Länge verfügbarer Horrorklassiker, der nicht nur wegen seines Soundtracks und seiner stilistisch gut geführten Kameraarbeit ein Muss für alle Dario Argento-Fans ist. Nun ist es an euch. Welchen Film soll Kulla als nächstes rezensieren? Ihr habt die Qual der Wahl. Schreibt mir eure Wünsche einfach hier in die Kommentare. Natürlich könnt ihr mir auch gerne auf VK, Twitter oder aber Quora mitteilen, welcher Film für euch besonders interessant wäre, mehr über ihn zu erfahren. Daher werde ich nun gleich auch noch auf VK eine dementsprechende Umfrage veröffentlichen, wo ihr dann eure Stimme für die soeben vorgestellten Filme abgeben könnt.
Ich jedenfalls bin schon total gespannt auf eure Entscheidung und freue mich riesig darauf, euren Wunsch zu erfüllen. Und vergesst bitte nicht, das Video zu liken oder auch ein Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin sage ich nun erst einmal, salut, aventur, mes amis.